du andere Leute immer nur bewunderst und das Gefühl hast, irgendwie unglücklich zu sein. Vielleicht hast du das Gefühl, dass bei anderen Leuten immer ganz viel passiert und nur bei dir nicht. Dann stell dir mal vor, dass du das Ganze mit inszenierst, dass es da einen Teil in dir gibt, der das Ganze kontrolliert, dass da nichts passiert. Und vielleicht weißt du das auch. Sagst, ja, ich weiß ja auch, ich könnte was verändern, aber ich mache es nicht richtig. Und ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich bin einfach so. Ich war eigentlich immer schon so. Das sind alles nur irgendwelche komischen Gedanken. Und diesen Gedanken gibst du immer wieder Aufmerksamkeit und auch Energie. Und selbst das Vergleichen mit anderen Menschen gehört mit zu dieser Kontrolle, dass du nicht etwas wagen musst. Stell dir mal vor, du wagst jetzt mal was. Was wäre das? Wo ist die ganze Zeit eigentlich etwas in dir, was endlich raus möchte? Und das hat dann was mit Angst zu tun, da musst du dich mit deiner Angst auseinandersetzen, vielleicht sogar mit Schmerz, dass du das schon die ganze Zeit so unterdrückst. Vielleicht aber auch mit Ärger. Vielleicht ist Thema Ärger bei dir dran. Du kannst immer an an diese Grundgefühle denken. Angst, Schmerz, Ärger, Wut, vielleicht auch Trotz. Dann kannst du dir vorstellen, dass da immer ein inneres Kind dahinter steckt. Dass das etwas ist, das hast du schon bei deinen Eltern gehabt. Wo du irgendwann etwas aus Angst heraus, Angst vor Strafe, Angst vor Liebesentzug, Angst nicht mehr liebenswert zu sein, diese liebe Kleine oder dieser liebe kleine Junge, für Mama und Papa nicht mehr zu sein, hast du irgendwann dich angepasst. Und all diese ganzen Sachen erlebst du jetzt immer wieder in Beziehungen, immer wieder. Es kommt immer wieder hoch. Es ist wie so eine Schleife, die du immer wieder hast. Und da hast du dann irgendwann drüber gepackt, ich will so sein wie die anderen. Guck doch mal den an und guck doch mal den an. Die sind alle so toll. Wie schaffen die das denn? Wieso schaffe ich das nicht? Wieso schaffe ich das nicht? Jetzt fühl mal nach. Da gibt es diese Stimme in dir, die dir die ganze Zeit diesen Blödsinn einredet. Darunter ist ein Thema. Unter dieser nervigen Stimme, die dir die ganze Zeit sagt, dass du nicht in Ordnung bist, dass du nicht du selbst bist, dass du das besser machen müsstest, dass du nicht okay bist, dass du nicht liebenswert bist. Darunter ist diese Ebene, ist dieser Schicht, ist dieser Anteil in dir, den du selbst nicht leben willst. Weil du meinst, das darf nicht sein. Das heißt, da wäre es dran, dich mit diesem inneren Kind in dir auseinanderzusetzen. Das umzudrehen. Ich darf sehr wohl sein. Ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich bin immer liebenswert gewesen. Da war irgendwie eine Angst früher. Hatte meine Mutter auch schon die Angst, mein Vater hatte die auch schon. Das haben sie irgendwie weitergegeben, unbewusst. Und ich bin darauf eingestiegen. Und das lebe ich immer noch. Das lebe ich immer noch. Ich strenge mich immer noch an, um Liebe zu bekommen. In meiner Partnerschaft. Ich lasse die natürlich nicht richtig rein. Ich kann das gar nicht reinlassen, weil ich ja von mir glaube, ich bin nicht liebenswert. Deswegen will ich ja auch jemand anders sein. Ich will jemand anders sein, weil ich mich nicht akzeptiere, wie ich bin. Was akzeptiere ich denn an mir nicht? Ja, was akzeptiere ich an mir? Wenn ich wirklich ich selbst wäre, wenn ich leben würde, was ich leben würde, dann würde ich vollkommen andere Sachen machen. Ja, was denn? Das kannst du zum Beispiel aufschreiben. Was würdest du denn machen? Was traust du dich nicht zu leben? Und der erste Schritt wäre, dir das anzugucken. Aufzuschreiben, dahin zu spüren, Mensch, wie fühlt sich das an? Wenn ich das machen würde, wow, boah, da kommt ja einiges ins Rollen. Plötzlich fühle ich eine Freude. Jetzt denk doch nochmal an die Person, die du da so bewundert hast. Die ist plötzlich vollkommen unwichtig. Der Typ oder der Typ ist mir vollkommen unwichtig. Es geht ja die ganze Zeit um mich. Ich selbst will etwas leben. Der erinnert mich nur an etwas, was ich selber irgendwann einmal verdrängt habe. Was ich nicht sein durfte, was ich nicht sein wollte, vielleicht sogar auch sein wollte. Es kann genauso auch sein, dass du etwas aufgebaut hast, eine falsche Persönlichkeit, ja, etwas,
wie so eine Art Identität. Du hast ja eine Identität aufgebaut, eine Persönlichkeit. Das ist immer ganz gut, in dieser Sprache zu sprechen. Das ist wie so eine Bühne. Du möchtest auf einer, dir wurde eine Rolle verpasst. Du bist mit einem Lebensthema auf diese Erde gekommen. Du darfst etwas befreien. Da hast du bestimmte Programme, die da laufen. Du hast dir die passenden Eltern ausgesucht. Du hast ein Lebensthema. Und darüber hinaus, du kommst plötzlich auf die Bühne, du kommst ins Leben und sagst, oh nee, das will ich nicht. Das ist ja doof. Ah, nee. Schon bei meiner Geburt war mein Vater nicht dabei. Dieser kalte Kreissaal. Dieses ganze Geschrei. Später mit meiner Mutter, mit meinem Vater. Ja, sie waren lieb, ich habe sie auch geliebt, sie haben mir auch alles gegeben. Aber irgendwas in mir hat das Gefühl, es darf nicht sein. Ich darf eigentlich nicht sein. Mein ureigenster innerer Kern durfte nie sein. Nie. Weder im Kindergarten, noch in der Schule, noch in meinen Partnerschaften später. Das habe ich immer verraten. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie fühlt sich das an? Wie könnte das sein? Wie könnte das aussehen, wenn das lebt? Und daran möchte ich dich einladen. Dich da wieder einzuschwingen, dass das ein blödes Programm ist, was da läuft. Dass du dir einredest immer noch, das darf nicht sein. Gerade das ist es, was sich Gott von dir wünscht. Der hat keinen persönlichen Wunsch an dich. Aber das ist das Geschenk des Lebens an dich, dass du das Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert da an meinem Häuschen? Das sind diese inneren Stimmen in dir, das ist dieses, was dir keine Ruhe lässt, dass du etwas bist, was über dein Lebensdrama, das Drama, die Probleme, die du gerade hast, ja, hinausgeht, dass du etwas Wunderschönes bist, was jenseits ist, von irgendwas erfüllen zu müssen, irgendjemand was recht machen zu müssen. Dem einzigen Menschen, dem du etwas recht machen musst, bist du selbst. Das sind die ersten Hausaufgaben. Das ist das Wichtige. Alles, was du da sonst im Außen tust für andere, ist alles ein Weggehen von dir selbst. Du kannst erst wirklich dienen, für andere wirklich da sein, wenn du dir selbst treu bist, dann bist du wirklich im Service. Dann trittst du beiseite und es fließt etwas durch dich durch. All diese Liebe, die du dann gibst, die ist umsonst, die ist frei, weil du hast sie auch nur bekommen. Sie ist umsonst, die kann niemand, da gibt es keinen Preis für. Die kann auch niemand kontrollieren, die kann niemand halten. Die ist einfach da. Die ist auch da, wenn du nichts tust. Das ist das Sein, was dich mit diesem ganzen All-Einen verbindet, wo wir verbunden sind, auch ohne zu sprechen. Auch wenn du dich bei einem bestimmten Menschen, bei deinen Eltern vielleicht nicht mehr gemeldet hast, du bist trotzdem verbunden. Und wenn du deine eigenen Sachen aufarbeitest, dich mit den Themen Mutter und Vater auseinandersetzt, dann tust du sehr, sehr viel. Aber alles andere, was du tust, um etwas wegzumachen in dir, das wird dich nicht glücklich machen. Das wird dich immer so halb so lau. Du hast immer das Gefühl, du bist lau. Du hast nicht richtig gelebt. Das ist dieses Unglück. Das ist Unglück. Das ist dieses eigentliche Unglück. Und da kann dich niemand glücklich machen. Niemand kann dich darin retten. Es darf sogar niemand. Darf niemand. Weil es dein Seelenplan ist. Weil du es selbst schaffen willst in diesem Leben. Du selbst darfst das befreien. Und das ist das, das du erkennst. Du selbst bist das. Du selbst entscheidest. Du selbst bist ein Teil dieser Liebe und scheinst dadurch für andere. Und erlaubst auch anderen, glücklich zu sein.